Herzlich willkommen, Frau Siegmund und Herr Himberger. Sie präsentieren uns heute die Analyse von ja, letztendlich Klimabildungsverankerung. Das heißt, inwieweit ist denn wirklich die Klimabildung in die Schule, in den formalen Lehrvorgaben, wie Sie es nennen, entsprechend auch angekommen? Und damit übergebe ich Ihnen das Wort. Ja, vielen Dank. Wir stellen Ihnen heute erste Ergebnisse zu unserer Analyse zur Verankerung von Klimabildung in den formalen Lehrvorgaben vor. Die Studie erfolgt im Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit und wird ausgeführt von der Research Group for Earth Observation der Pädagogischen Hochschule Heidelberg unter Professor Alexander Siegmund und von der Siegmund Space and Education G GmbH. Ich bin Alexandra Siegmund und ich übergebe jetzt das Wort an meinen Kollegen Maximilian Himberger. Ja, von mir auch nochmal Hallo in die Runde. Ich fange mal an. Ups, eine Folie zu weit. Mit den drei Leitfragen, die hinter unserer Folie standen. Nämlich einmal, wie ist Klimabildung fachwissenschaftlich in den Bildungsdokumenten verankert? Dann die zweite Leitfrage, unter welchen fachwissenschaftlichen Oberbegriffen kann Klimabildung ebenfalls stattfinden? Und die dritte Leitfrage, kann Klimabildung als Leitperspektive bzw. Schwerpunkt einer Bildungseinrichtung gesehen werden? Dazu haben wir eine Studie gemacht. Die Studie hatte das Ziel, oder machen wir zurzeit eine Studie, die hat das Ziel, den Status quo der Klimabildung an Schulen, aber auch Hochschulen, der Berufsbildung und in sonstigen Lehrvorgaben aufzuzeigen. Das waren insgesamt fast 3000 Dokumente, die wir da analysiert haben. Und am Ende soll dann auch eine Handlungsempfehlung stehen. Die ganzen Dokumente haben wir analysiert mittels eines Analyserasters mit vier Oberbegriffen und neun Unterbegriffen, die denn, also Kategorien, die da jeweils dann aufgestellt wurden. Das waren einmal die wissenschaftlichen Grundlagen des Klimawandels mit den Grundbegriffen und dem Klimasystem, die Ursachen des Klimawandels mit den natürlichen und den anthropogenen Ursachen, die Folgen des Klimawandels mit den Naturfolgen und den sozioökonomischen Folgen und als vierte Oberkategorie die Maßnahme zur Minderung und Anpassung an den Klimawandel mit den Unterkategorien Klimapolitik, individuelle Maßnahmen und technische Innovationen. Diesen Kategorien waren dann noch über 100 Begriffe zugeordnet, die wir mittels einer Analyse-Software dann untersucht haben. Die Darstellung erfolgt mittels einer dynamischen Visualisierung. Da wechsle ich jetzt kurz rüber in das Online-Portal. Genau, hier seht ihr erstmal eine Deutschlandkarte mit jeweils Kreisdiagrammen den Bundesländern zugeordnet, bei denen die vier Oberkategorien dargestellt wurden. Hier kann man mit der Maus drüber gehen und bekommt dann jeweils für das Bundesland die absoluten Zahlen angezeigt. Dann haben wir weiterhin noch die Möglichkeit, in diesem Online-Portal die Unterkategorien mittels Balkendiagramme anzuschauen. Hier gibt es auch die Möglichkeit, mit der Maus drüber gehen. Dann bekomme ich hier jeweils die Unterkategorie angezeigt und die Zahl zum jeweiligen Bundesland dazu. Hier kann ich auch noch, jetzt habe ich in der Darstellung alle 16 Bundesländer. Ich kann aber auch hier noch einfach jetzt zum Beispiel drei Stück raussuchen und mir für diese drei Stück dann die Kategorien jeweils anzeigen lassen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, drei Fächer, die wir ausgewählt haben, darstellen zu lassen. Das wären einmal Geografie und dann Biologie und die jeweils dazugehörigen Fächerverbünde und für die Grundschule der Sachkundeunterricht. Hier sehen wir zum Beispiel jetzt für Geografie in vier Bundesländern, wie die Unterkategorien dargestellt sind. Genau, und das kann ich hier jeweils auch auswählen dann in der linken Spalte und mir das dann darstellen lassen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, nach Schulformen eine Darstellung auszuwählen. Da ist es jetzt so, durch das föderale System in Deutschland hat natürlich jedes Bundesland ein sehr unterschiedliches Schulsystem. Deshalb gibt es hier in einem Schaubild nur die Möglichkeit, die Schulform für ein Bundesland darzustellen. Hier haben wir als Beispiel mal Baden-Württemberg ausgewählt mit fünf verschiedenen Schulformen, die wir dann hier dargestellt haben. Wenn man den zwischen zwei Bundesländern besteht aber auch die Möglichkeit, einfach zwei Tabs aufzumachen und die dann nebeneinander zu stellen.
Genau. Soweit zu unserer Studie. Die läuft gerade noch. Die Ergebnisse dazu gibt es voraussichtlich gegen Sommer, vor oder nach den Sommerferien. Und auch dieses Online-Portal ist mittlerweile, es ist zurzeit noch nicht freigeschaltet, aber da können Sie dann auch die Zahlen genau nachgucken, sobald alles veröffentlicht ist. Vielen Dank von unserer Seite und für Fragen stehen wir gleich noch in diesem Spatial-Chat zur Verfügung. Dankeschön. Dankeschön. Wir danken Ihnen für diesen wunderbaren Input. Ja, und es ist wunderbar, dass Sie sich auch zur Verfügung stellen, nochmal ins Gespräch zu kommen. Ganz genau, im Spatial Chat gibt es dazu die Gelegenheit.